So, Freunde, moin und herzlich willkommen zu diesem kleinen Fahrvideo hier auf dem Kanal beim Zwotakt Berliner. Wir haben jetzt kein besonderes Ziel, also doch eigentlich schon, aber nicht für das Video. Aber erstmal starten wir hier mal das Aggregat so rum. So, warte mal, Schock brauchen wir noch, Benzinhahn auf. Und da ist er, der Rennwagen. Da sind wir. So. Ja, wann ist heute? Heute ist der 31.10. Und das ist ein ganz schlechter Tag für Gerd, denn sein Kennzeichen läuft ab. Das heißt, der muss jetzt hier weg. Den kann ich hier nicht mehr stehen lassen. Den fahre ich jetzt gleich zu meinen Eltern. Das mache ich aber ohne euch. Wir fahren jetzt mal kurz in dem Video hier ein bisschen einfach nur kreuz und quer, weil ich euch gleich eine Kleinigkeit erzählen möchte. Und wenn ich damit durch bin, fahre ich Gerd zu meinen Eltern. Nochmal ganz kurz für alle, was ist los? Der Wartburg ist kaputt. Normalerweise ist ja der Hannelore, ja, der 353er, die in Anführungsstrichen Winterhure. Aber da hat er leider auch das Getriebe zerrissen. Du musst hier übelst aufpassen bei diesen Blättern hier, ne? Der Trabi rutscht da wie Sau drauf, wenn du bremst. Da hat er das Getriebe zerrissen. Und ja. Das heißt, die Karre muss jetzt im Container stehen. Ich habe die auch abgemeldet. Der Wartpunkt ist gar nicht mehr angemeldet aktuell. Ich mache jetzt mal ein bisschen störrisch. Nicht so ganz Bock hier. Und der ist abgemeldet und Gerd ist das einzige Auto, was theoretisch bis heute noch zugelassen war. Ja, das habe ich ja gerade erzählt, das Kennzeichen läuft ab. Ich habe mich natürlich vorher drum gekümmert, dass wir Gerd jetzt ummelden auf Ganzjahreskennzeichen. Also der geht wieder in den Ganzjahresbetrieb über. Ich habe aber erst am 14.11. den Termin bei der Zulassungsstelle, weil meine Versicherung nicht aus dem Arsch gekommen ist. Ich wollte das eigentlich an dem Tag alles machen, wo ich Hannelore abgemeldet habe. Letzte Woche war das. Und da sind die leider nicht aus dem Quark gekommen. Ja, und von daher muss ich es leider jetzt weiter nach hinten schieben und kann es jetzt erst Mitte November machen. Natürlich blöd. Das heißt, die Karre muss so lange von der Straße verschwinden, weil das Kennzeichen läuft heute Nacht 0 Uhr ab und dann darf so eine Karre nicht mehr auf der Straße stehen. Also zu meinen Eltern erstmal auf den Hof. Da stört das Auto keinen, da kann sich keiner drüber aufregen. Und wenn dann der 14.11. Vorbei ist oder ihr wisst, was ich meine. Kann ich halt wieder hier die neuen Kennzeichen ranspaxen und dann können wir wieder auf Tour gehen mit Gerd. Das ist natürlich für den Winter jetzt auch nicht das beste Auto hier, weil es relativ kalt ist immer, aber gut, so ist es eben. Das soll aber gar nicht, wie gesagt, Thema von unserem Video hier sein. Das war nur nochmal zur Info für alle. Das ist Gerd, Abfahrt. Sondern ich wollte euch auf was hinweisen. Das Fahrvideo soll jetzt auch keine halbe Stunde hoffentlich lange, sondern vielleicht, keine Ahnung, eine Viertelstunde, wenn ich gut bin. Ihr kennt mich, dauert immer alles ein bisschen bei mir. Deswegen mache ich dieses Video. Also passt auf. Und zwar hat mich letzte Woche, ich wachte eines Morgens auf und hatte eine E-Mail gehabt. Ich guck so in mein E-Mail-Postfach rein. Und hat mir einen China-Klaus geschrieben von so einer China-Seite. Wo ich natürlich den Namen wieder vergessen habe. Man kennt ihn. Bester Mann EU. Bester YouTuber. So, jetzt haben wir es. Genau, Revoir. Das ist, ich würde es mal so schätzen, so ein bisschen wie AliExpress, wer das vielleicht kennt, oder wie heißt diese neue App, Temu oder so. So ähnlich sieht es da auch aus, aber die haben nicht ganz so viel Krempel wie diese anderen Seiten. Also so ein kleinen Scheiß oder so, das haben die alles da nicht. Aber die haben mir dort einen
ich sag mal, die haben mir einen Kompressor zugeschickt, ob ich einen Kompressor testen möchte. Das war ein Riesenviech gewesen, im Wert von 120 Euro, was für so eine China-Klaus-Verhältnisse, glaube ich, relativ viel sogar ist. Und da war ich ganz aufgeregt und überrascht und so, oh, boah, geil, hast du richtig Bock drauf, die kann man ja richtig gut gebrauchen, das wert ja. Und dann fiel mir auf, scheiße, ich habe gar keinen Strom im Container. Da habe ich mir die E-Mail aber noch mal durchgelesen dann anschließend und haben die geschrieben, naja, wenn ich kein Interesse an dem Kompressor habe, ich kann mir auf dieser Seite gerne auch was anderes aussuchen und dann kann ich auch was anderes testen. Da, Kinders, da freut ihr euch über einen Trabant hier, wa? Ja, kann auch was anderes testen, wenn ich möchte. Und dann habe ich mal so auf der Seite ein bisschen rumgeschnökert. Ich bin ja kein Arsch, wenn man mir die kleine Hand reicht, den kleinen Finger reicht, Entschuldigung, nehme ich nicht gleich die ganze Hand so rum, sondern habe dann auch versucht, mich in diesem wahren Wert von diesem Kompressor nur zu bewegen und habe dann da allerhand Zeug gefunden. Unter anderem auch eine Akkuflex, irgendwelche Hydraulikpressen und ach, was weiß ich, eine Motorradhebebühne. Ja, Akkuschrauber hat man schon gesagt, eine Akkubohrhammer, eine Akkuflex und sowas. Alles so aber Eigenmarken von denen. Werkzeugschränke und was weiß ich, was die da alles hatten. Also auch diverse Seiten für eine, also Sachen auch für eine Garage und sowas zum Einrichten. Oder für eine Halle, was auch immer, haben da auch ein bisschen was gehabt. Diverse Kompressoren hatten die da, ach und was weiß ich, alle zum Gewinde bohren und welche Koffer und was weiß ich, was die da alles hatten. Und dann stieß ich plötzlich über eine Dieselheizung. Ich denke mir so, what the fuck, was macht das denn hier? Und guck mir so diese Dieselheizung an, die hat 8 kW Leistung und reicht so bis 20, 25 Quadratmeter zum Heizen. Ich dachte mir, ey geil, der Winter kommt ja jetzt. Was Besseres kannst du ja eigentlich gar nicht testen. Aber was Besseres kannst du ja gar nicht haben zum Testen. Und ja, dann habe ich halt den China-Menschen da nochmal zurückgeschrieben. Ich sage, ja, ist ganz cool, der Kompressor, würde ich auch gerne nehmen, aber ich habe keinen Strom. Hat er dann auch verstanden und sagt, naja, hat er auch nochmal betont, naja, du kannst ja aber dir was anderes aussuchen. Ich sage, ja, das habe ich ihm geantwortet. Ich sage, ja, habe ich auch schon gemacht. Ich sage, ich hätte an dem und dem Produkt Interesse. Kriegen wir da was hin? Ja, so, der hat auch übrigens in einem super grammatikalischen Deutsch auch geantwortet. Ja, das ist jetzt nicht so ein komisches Gestammel, wo du dann denkst, was ist das denn? Sondern ganz normal geschrieben, als wenn wir miteinander schreiben. Ja, oder ihr mir was schreibt und ich euch per Kommentar oder so antworte. Das war auch ganz, ganz angenehmes Gespräch da. Er, sie, es heißt Joyce Lien, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ganz wilder Name. Und Joyce Lien hat jedenfalls, wie gesagt, gesagt, okay, ja, die Dieselheizung, die können wir dir zuschicken, die kannst du gerne haben, wenn du das möchtest. Ach komm, wir fahren mal hier auf der Autobahn rauf und dann fahre ich wild auch wieder runter. Ja, ich kann diese Dieselheizung haben und kann die dann in einem Produktvideo euch vorstellen. Oder das wäre die Bedingung, das in einem Produktvideo dann aber dann euch vorzustellen. Da dachte ich mir, naja, warum denn nicht? Das können wir ja eigentlich auch mal machen. Boah, Gerd war schon ewig nicht mehr auf der Autobahn, ne? Ja, und dazu wollte ich eigentlich nur mal dieses Video hier nur mal nutzen, um euch da schon mal drauf einzustellen, dass jetzt sowas euch erwarten wird in nächster Zeit. Ja, wo ich diese Dieselheizung teste. Ich habe da natürlich ein paar Spielregeln mitbekommen auf dem Weg, an die ich mich auch halten muss. Ich muss das per Video unter bestimmten Keywords einstellen. Ich muss da ein paar Links dann in die Videobeschreibung reinschmeißen. Alles so ein paar Klamotten da. Mir wurde aber auch nicht der Mund verboten. Das heißt, wenn mir das nicht gefällt, kann ich euch das auch sagen. Das werde ich auch machen. Aber ich freue mich irgendwie auf diesen Produkttest. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwie voll Bock drauf. Weil, wie gesagt, wir können dann vielleicht mal im Winter schrauben oder ich kann das Ding mit nach Eisenach nehmen. Wenn wir da nächstes Jahr wieder hinfahren, dass es kaltes Wetter ist, also ein Ranzwetter wie heute hier zum Beispiel ist, dann kannst du das Ding ans Feld reinstellen und kannst da schön rum das Ding anreißen und hast einen warmen Arsch. Ist eigentlich ganz geil. Also wie gesagt, mir wurde nicht der Mund verboten, ich kann erzählen, was ich möchte, aber ich muss es halt testen. Also ich muss es auch, also ich soll ein Unboxing machen, das Ding aufstellen, mit euch zusammen da, ich sag mal, installieren, das anreißen und soll dann da halt ein Fazit draus ziehen, ob ich euch das empfehlen könnte, würde oder was auch immer. Und das machen wir einfach mal. Mal gucken, was draus wird. Wir hatten ja letztes Jahr schon mal so einen Produkttest mit Handschuhen. Das war jetzt nicht so ganz ultra geil. Das
das hat jetzt nicht so reingekickt, fand ich damals. Aber gut, was willst du auch halt großartig zu Handschuhen erzählen? Aber wir fahren übrigens wieder Rago ab, weil ich habe mir gerade überlegt. Aber zu so einem Ding kannst du ja schon wirklich was erzählen. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen, für euch da draußen ja auch irgendwie was. Weil ihr jetzt sagt, okay, scheiße, Winter kommt, ich habe meine Gasheizung oder was. Was du auf so eine Gasbottle-Rufschrauben ganz kaputt gegangen. Vielleicht wäre so eine Dieselheizung auch was für mich. Vom Preis her kostet die 120 Euro da in diesem Shop. Und wir gucken uns die einfach mal an. Und ja, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch auch was. Und ihr habt da richtig Bock auch drauf. Oder überlegt euch da sowas zuzulegen, was auch immer. Dann kann man natürlich prima jetzt mal mein Video dazu nutzen, um herauszufinden, ob das für denjenigen was ist oder ob es für mich was ist. Und das ist auch so eine kleine Partnerschaft. Ich kriege da jetzt kein Geld für von denen. Ja, ich kriege halt bloß diese Heizung gestellt und das war's. Und den Rest bezahle ich halt selber. Ich muss den Diesel selber bezahlen dafür. Ich müsste mir noch vielleicht mal gucken, dass ich noch so ein digitales Thermometer irgendwo auftreiben kann. Damit wir dann mal die Temperatur messen können, die sich quasi im Container entwickelt, dann mit der Zeit. Ob das dann auch wirklich warm macht, das Ding, oder ob da nur lauwarme Pupluft rauskommt. Weil das wäre ja sonst dann auch nix. Und ja, dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, das Teil. Ich glaube, es kann gut werden. Ja, wie gesagt, ist auch eine kleine Partnerschaft mit denen. Ich bin da in so einem Partnerprogramm von denen dann auch drin. Ich bin da so ein Partnerprogramm von denen drin. Und wenn ihr, ich krieg, habt da quasi einen Link bekommen. Das erzähle ich aber alles in dem Video nochmal. Da kriegt ihr nochmal 5% Rabatt irgendwie dann auf diese Heizung oder zum Beispiel, wenn ihr die haben wollt. Und wenn ihr mich da unterstützt, kriege ich da auch ein bisschen was noch von ab. Und ach, hast du nicht gesehen. Wenn ihr die kauft dann quasi, ihr sagt, ey, ja cool, das kann ich gebrauchen. Vorausgesetzt, die taugt natürlich was. Das testen wir ja dann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da muss ich auch vielleicht nochmal nachfragen bei denen, könnte ich mir auch jeden Monat quasi einen Artikel aus diesem Shop da aussuchen, den ich testen möchte. Jetzt hat wahrscheinlich schon der ein oder andere Angst, dass jetzt mein YouTube-Kanal zu einem China-Klaus-Testkanal verkommt. Nein, um Gottes Willen. Sowas machen wir nicht. Wir haben ganz normal unseren Content hier weiterhin, sei es Fahrvideos, sei es irgendwas Schrauben oder ein anderer Quatsch, der mit den Autos hier zu tun hat. Der China-Klaus hat mir auch geschrieben, dass ihm bewusst ist, dass ich keinen Kanal bin, der sowas normalerweise testet. Ja, also habt da keine Angst. Aber ich sag mal so, ab und zu, wenn es wirklich eine Sache ist, wo ich mir dann denke, okay, das könnte uns auch für unsere Ausrüstung, sage ich mal, behilflich sein. Ja, also für unsere Garagenausrüstung, oder sei es irgendwelches Werkzeug oder was, dann müssen wir da halt alle mal den sauren Apfel beißen. Ich genauso, mir ist es tatsächlich auch unangenehm, sowas zu machen. Aber so ist es halt als YouTube-Klaus-Influencer Eugen. Ja, da kommen halt auch mal so eine Geschichten. Ja, weil so finanziert sich ein Influencer auf lange Sicht gesehen. Nur durch Produkttests oder auch durch euch, wenn ihr supportet, damit verdient der Influencer sein Geld. Ja, oder eben in dem Fall unsere Ausstattung für die Garage. Ja, und wie gesagt, ich könnte mir halt da jeden Monat was aussuchen. Wir müssen mal gucken, inwiefern da noch andere Sachen sind, die da Sinn machen. Also ich sag mal jetzt, ich habe auch gesehen, die haben zum Beispiel auch Solarpaneele und sowas. Ob das jetzt sinnig ist, weiß ich nicht, aber ich habe mit dem Steckspieler einen Schritt weiter. Die haben auch so eine Windturbine und sowas, wenn man sowas auf die Container oben raufspatzen und vielleicht irgendeine Powerbank damit oder einen fetten Akku damit immer aufladen können, dass wir da wenigstens mal Strom haben aus so einer Autobatterie für um eine Bohrmaschine, vielleicht ob man damit auch eine Bohrmaschine betreiben kann, ob das reicht von der Spannung her. Aber das wäre ja ganz wild. Oder die haben da entsprechende, ich weiß gar nicht, wie das alles da heißt, Wechselrichter und was weiß ich, was du da alles brauchst, um so eine Batterie da aufzuladen quasi. Und dann haben wir da so eine Solarzelle oben auf dem Container liegen. Ich glaube, das würde auch den Besitzer nicht stören, müsste ich nur Bescheid sagen. Und dann lege ich mir da ein Kabel rein in den Container, dann lädt da halt eine Powerstation auf, wo du halt mal eine Bohrmaschine oder was anschließen kannst. Das wäre ja auch ganz nice, wenn die sowas hätten. Das könnten wir ja auch testen mal. Zum Beispiel jetzt. Aber ansonsten würde ich mir natürlich bei so einem Test sowas mal ab und zu machen. Wie gesagt, wird nicht der Hauptcontent, ab und zu mal. Aber dann halt natürlich auf Sachen beschränken, die eben, wie gesagt, der Werkstattausrüstung dienlich sind oder die irgendwie unserem Kanal da, die man auch mit unserem Kanal sinnvoll in Verbindung bringen kann. Also es bringt nichts, jetzt eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank zu testen, sage ich mal. Ja, oder irgendein Mobile-Game fürs Handy. Das hat nichts mit unserem Kanal zu tun.
Ich spinne jetzt mal rum, ich habe da nichts in der Hinterhand, ob das jemals passiert, weiß ich nicht. Wenn aber jetzt, ich sag mal, tatsächlich, ich sag mal, irgendein Energy-Hersteller kommt oder Club Mate hier, was ich immer saufe, das Zeug, ne? Und die sagen jetzt, ey, Zweitaktbenier, du säufst ja mal die Mate in deinen Videos und alles und wir würden dir eine Partnerschaft anbieten. Oder meinetwegen Bauhaus kommt, mein Arbeitgeber, und sagt, ey, weiß ich nicht, wir spinnen jetzt mal rum, wir würden dir monatlich 300 Euro bezahlen, wenn du unser Logo rechts, links, oben, unten irgendwo einblendest. Wenn du dein Logo da irgendwo einblendest, dann geben wir dir da 300 Euro im Monat oder was weiß ich. Ich muss dann halt einen vorgefertigten Werbespot, das machen die großen Firmen, sag ich mal, die geben dir auch bei diesen Energy-Dingern, da gibt es immer irgendwelche vorgefertigten Texte, die musst du dann quasi entweder auswendig lernen oder vorlesen. Und die dann einsprechen, in dein Video mit einarbeiten oder ein extra Video machen, was auch immer. Das machen ja auch schon allerhand Leute. Tatsächlich muss ich euch sagen, dass ich sowas dann auch mal machen würde, wenn mir sowas angeboten, wenn mir das jemand anbieten würde, sage ich mal. Einfach um unseren ganzen Bums hier ein bisschen zu finanzieren, um auch mal Ersatzteile zu kaufen vielleicht. Ja, wenn wir zum Beispiel Stichwort, wir brauchen zwei neue Getriebe, wir brauchen für Hannelore noch ein Getriebe, wir bräuchten für 3L noch ein Getriebe. Ja, damit wir da auch unsere Teile ein bisschen vom finanzieren können. Also, ne, da muss ich halt auch mal in den sauren Apfel beißen. Das soll natürlich, wie gesagt, jetzt nicht permanent sein, Gottes Willen. Aber ich denke mal, umso mehr der Kanal wächst, umso mehr könnte das Thema auch mal präsent werden. Der Dicker aus dem Norden hat ja auch ab und zu mal Sachen getestet, aber halt auch immer alles so, ne, was für seine Garage oder für seine Ausrüstung da dienlich ist. Und so würde ich mir das dann tatsächlich auch halt vorstellen. Ja, würde aber natürlich dann versuchen, dass diese Videos nicht unseren normalen Videoplan, also ich versuche ja immer irgendwie ein Video in der Woche, es wird jetzt zum Winter wieder weniger werden, aber vielleicht dann nächstes Jahr wieder ein Video die Woche immer. Und aber diese Videos sollen es dann nicht füllen, die würden dann halt zwischendurch mal kommen. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik, ich bin schon wieder viel zu aufgeregt wahrscheinlich. Kann ja auch sein, dass jetzt die Seite sagt, wir haben nichts verkauft durch dich, wir haben dir jetzt hier 10 Sachen zugeschickt, du hast die beworben, du hast nichts verkauft. Wir beenden die Zusammenarbeit wieder, weil es bringt uns nicht weiter. Denn dann ist es halt auch wieder so. Ja, wenn ich es dann zurückschicken muss, dann ist es auch so, kann ich es auch nicht ändern. Aber einfach nur mal, wie gesagt, dass ihr da mal schon mal was von gehört habt und euch dann nicht wundert, dass demnächst hier eine Produktplatzierung am Start ist. Ich muss da auch ein eigenständiges Video zu machen. Also ich kann das nicht irgendwo in ein anderes Video mit einflechten. Die möchten da tatsächlich ein komplett eigenes Video für haben. Mir wurde aber keine Videolänge vorgegeben. Ja, einfach so, wie ich möchte quasi. Also ich kann das vielleicht in 5 Minuten packen, ich kann das in 10 Minuten, in eine halbe Stunde packen, je nachdem, wie lange wir da brauchen. Oh, jetzt geht Gerd ab gerade, jetzt hat er Bock. Und von der Autobahn runter sind wir ein bisschen träge, aber wenn ich Vollgas gebe, wird er ein bisschen träge. Wenn ich so halb, dreiviertel Gas fahre, dann nimmt er gut Gas an. Naja, jetzt noch mal ran an den Schwimmer. Ja, was soll ich jetzt erzählen? Hab ich vergessen. Lass mich immer zu leicht ablenken. Naja, gut. Ich hab's vergessen. Ist ja aber auch egal. Was ich so erzählen wollte, haben wir jetzt durch zu dem Thema. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht nur so eine Videos machen. Nochmal für alle wirklich, die Angst haben, habt keine Angst. Aber ich freue mich. Ist mal irgendwie was Neues. Ist auch mal was, womit man auch was anfangen kann. Und ich bin gespannt. Gut. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt zu meinen Eltern. Mal gucken, ob diese olle Schranke jetzt hier unten ist. Oder ob die jetzt wieder bei der Bahnübergang oder ob die oben ist. Bei meinem Glück ist sie mal unten. Wie spät ist denn das? Halb. Ja, kann sein, dass die jetzt gerade wieder runtergeklappt ist. Dann stehe ich jetzt hier wieder eine Viertelstunde. Ich freue mich. Ja, heute in Brandenburg übrigens Reformationstag hier. Ich habe heute frei. Muss nicht arbeiten. Morgen erst wieder. Also am 31. heute. Ja, ansonsten, wenn wir dann das Video mit der Dieselheizung da durch haben, kommt dann für euch dann nochmal Teil 2. Oder noch ist er oben die Schranke. Kommt dann Teil 2 für euch von dem Motorvideo bei Hannelore. Was ist denn jetzt? Fahrt ihr Affen? Was machen die denn? Mann, macht! Ja, kommt Teil 2 für euch. Oh Gott. Von dem Motorausbauvideo. Das wird nochmal ganz wild. Und nach Teil 2
Das ist aber nur so ein, weiß nicht, so 4-5 Minuten Video. Kommt eine kleine Wette, die ich mit dem Nils und dem Max hatte. Die ist auch ganz wild. aber da will ich jetzt euch noch nicht spoilern. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Das sind Blätter. Ich bin nur am Rutschen beim Bremsen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob ich bis dahin wieder was Neues aufgenommen haben. Ich hoffe, dass wir bis dahin vielleicht bei Hannelore dann weiter an das Getriebe ausgebaut haben. Dass wir dann das schon mal raus haben. Da muss ich mich darum kümmern, dass wir ein neues Getriebe dann bekommen. Dass wir dann wiederum einbauen, Motor wieder rein. Also allerhand Schrauber-Content. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss und ein bisschen enttäuscht bin, dass das Video, also das Motorausbauvideo gar nicht so gut gelaufen ist. Also es hat jetzt zwar 1050 Aufrufe geschafft, aber ich habe mit mehr gerechnet tatsächlich. War ein bisschen enttäuscht. Ihr wollt doch mal Schrauber-Content, dann kommt welcher und dann guckt es keiner. Aber wenn ich irgendwelche Sammelvideos mache, dann guckt ihr das immer. Und dann wird sich immer aufgeregt, es wird zu wenig geschraubt. Und dann wird geschraubt, dann wird es nicht geguckt. Ist immer lustig. Naja, gut. Kann auch sein, weil ich ja die letzten zwei Monate nicht so viel hochgeladen hatte, dass mich der Algorithmus, den Mittelfinger gezeigt hat von YouTube und sagte, ey Bruder, jetzt kannst du erstmal wieder ein paar Videos hochladen, bevor ich dich wieder richtig anzeige. Wir hatten auch ein kleines Hoch gehabt im August und September, das war richtig krass gewesen. Da hätte ich eigentlich mehr Videos machen müssen, das ist eigentlich ärgerlich. Da hatten wir einen richtig guten Lauf und ich habe einfach keine Videos gemacht. Gut, das hat auch seine Gründe gehabt, warum. Aber gut, ist egal. Aber ja, schade. Aber es kann ja nur besser werden. Der Dezember steht ja auch vor der Tür. Und dann gucken wir mal, was uns so alles nächstes Jahr dann erwartet. Auf YouTube, mit YouTube, was auch immer, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass wir jetzt noch im Dezember die 3000 Abos spätestens knacken. Dass wir das auch endlich erledigt haben. Wir haben jetzt 2950. Also bitte den Kanal noch fleißig weiter teilen, abonnieren, die Videos liken, wenn ihr es guckt. Kommentare in die Kommentarbox schmeißen, dass das hier alles angezeigt wird. Dass wir, oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Dass wir schön angezeigt werden, auch anderen Leuten, dass der Kanal noch ein bisschen wachsen kann. Und dass wir dann da, wie gesagt, noch die 3000 Abos schaffen. Das wäre echt nice. Das ist noch mein Ziel für Ende, bis Ende des Jahres. Alter, das ist wie auf Schnee hier. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch hierfür ein Like da. Wenn ihr euch da auf dieses Produktvideo freut, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst generell, wie gesagt, ein Like da, ein Kommentar, lasst auch ein Abo da, damit wir, wie gesagt, wachsen können. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Zweitakt Berliner. Ihr wisst, was Phase ist. Wiederschauen und reingehauen. Und lasst euch nicht ärgern. Und dann gibt es wieder nochmal ein Fahrvideo, wenn ich hier neue Kennzeichen für Gerd habe. Tschüssen!